Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Woher muss ich denn auf? Ach da. Ja, ich bin heute noch nicht ausgeschlafen. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Oh, die Türme, denen geht's ja auch richtig gut hier. Ah gut, wir müssen jetzt eh runter. Wahrscheinlich haben wir von der anderen Seite den Verbrennungsofen gesehen. Wir kennen epische Signs. Boah, hier ist überall Müll. Kaputt. Guck mal, da liegt... Ist das der... den Rest mal getroffen? Als wenn Pili abgehauen hat. Also als die Gladys erweckt haben. Könnte es noch der sein? Immerhin, du hast es geschafft. Das ist eigentlich richtige Militärtechnik. Also ich meine, obwohl hier Epische Science irgendwie gar nicht mehr existieren könnte, weil denen irgendwie Reserveenergie und alles fehlt. Die tat sich noch alles am Laufen. Fabrik läuft. So. Wir müssen uns hinter der Wand verstecken. Okay, ja, gleich rum. So, weil die würden uns ja analysieren. Und warum muss man jetzt hier hin? Weil da eine breite Fläche ist. Deswegen. Da einmal setzen. Warten auf den nächsten. So. Ich brauche Munition. Kommt mir hier durch. Also was soll ich überhaupt machen? Hey, Michelchen, wie war das? Ziel anvisiert. Ja, die können auch durch Portale schießen. So. Nicht böse. Die am schönen Boden entlang. Vorlage. Antwort. Wie geht's jetzt? Komm schon. Vorlage. Antwort. Aha. Die werden sie geschickt, ob sie richtig funktionieren. Antwort. Ich will nicht kaputt. Vorlage. Antwort. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Mir nach. Das wird dir gefallen. Du bist nur einen kurzen Vorlage. Weg. Sind fast da. Antwort. Ist dieser Glasbalken überhaupt nett? Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Vorlage. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Vorlage. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Vorlage. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Vorlage. So, ich hab umgedreht. Hier. Fertig. Wir haben es gesehen. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Ja, erstmal hier im Portal, da im Portal. Jetzt sind wir auf der Seite. Und jetzt sind wir auf der Seite. Ist das nicht cool, oder? Vorlage. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicherhacke. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Vorlage. Antwort. Hallo. Tja. Vorlage. Antwort. Errungenschaft freigeschalten. Einsam gescannt. Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Doch, ich auch nicht. So, wie gesagt, ich hab das Spiel schon mal durchgespielt. Hey, Martin, wo gehst du hin? Deswegen... Oh, hast du eine Idee? Haben wir jetzt einfach mal so... Tu, was du denkst, komm aber gleich. Die Errungenschaft. Antwort. Hab ich nämlich letztes Mal vergessen, das zu machen. Vorlage. Naja. Antwort. So. Wie Sie wissen ja, hier fliegen ja die Fallschirme weg. Vorlage. Ne? Antwort.
Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Was hier? Sag mal, was geht da drüben vor? Ich bin ja also sprich, das hier sind die Kaputten, ja? Die werden ja einfach aussortiert. So. Vorlage. Was passiert jetzt, Antwort. Wenn man die falschen als Scanner verwendet? Antwort. Aber... Was hast du da? Vorlage. Toll. Antwort. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Und die Vorlage. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Jetzt okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Jetzt funktionieren noch die funktionieren jetzt nur noch. Okay, der Meister hat das Fenster jetzt an. Und die Originalen gehen direkt. Sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Vorlage. Behalte die Tür im Auge. Das hier ist ganz schön kompliziert. Vorlage. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. So. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Ist dieser Fall hier nicht irgendwie leicht los? Oder soll ich hier an einem Fahrstuhl langfahren? Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Kartoffel. Oh. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Vielleicht einen grünen Anstrich. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Oh. Die Pflanzen. Ja, also die Kartoffel hat sich prächtig entwickelt. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ich meine, es geht ja ein paar Kilometer in die Richtung. Ah, da kämen wir auch wieder raus. Und ein paar Kilometer in die Richtung. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder ja, nicht schön. Okay, hier lang. Mal, was uns jetzt erwartet. Lade, lade, lade. So, was erwartet uns denn hier? Ha, oh. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ja, genau. Gucken wir mal nach. Wie wieder da? Ach, nee, okay. Das ist Unterwerk. Ich sollte nicht lachen. Immerhin spüren Sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real. Oh. Au. Ja. Könnte doch etwas wehtun. Wenn Sie Gefühle hätten. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... das ist mal ein großer Laser. Am besten, wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung. Nein, nee, der weiß, was die Taste... Oh, los, komm, gut gemacht. Danke. Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Okay. Okay. Legen wir los.
Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Dann los. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein Computer, komischer okay. Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Wie zum Beispiel Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches? Antwort ja. Da dreht sich was. Komisch. Eine Bodenplatte, wozu die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Stifte. Die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Wenn wir alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt. Stifte etwa. Wir bleiben besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. Ich bereite mich also vor, eine Verbindung zur zentralen Nervengift-Kontrolleinheit herzustellen. Hey, mein Freund, ich bin der Nervengift-Inspektor. Ich muss den Laden hier mal kurz dicht machen. Hier ist mein Ausweis. Schalte ich mal eben ab. Ich darf dir das befehlen, denn ich bin vom internationalen Nervengift-Überwachungsgremium der Vereinigten Arabischen Emirate. Kenn ich, die besuchen mich auch mal täglich. Passiert nichts. Die sind echt auf Zack hier. Na, dann muss ich wohl die Hacker-Tricks der absoluten Profiklasse abrufen. Die haben's ja nicht anders gewollt. Sieh nur ein Vogel. Wunderschönes Geschöpf. Prachtvolles Gefieder. Majestätisch. Gleich fliegt er wieder weg. Schau schnell hin, so eine Chance bietet sich nur einmal im Leben. So ein schönes Tier. Einfach einmalig. Es wäre eine Schande, den Anblick zu verpassen, nur wegen dem ollen Nervengift. Das ist morgen auch noch da, aber der Vogel, der ist gleich verschwunden. Schau, mit einer Kralle hat er sich schon von seinem Ast erhoben. Er schlägt schon mit den Flügeln. Ich sag dir was, ich übernehme kurz deinen Posten, damit du dir in Ruhe den Vogel anschauen kannst. Ich kümmere mich so lange um den ganzen Nervengiftkram und du kommst hierher und schaust dir dieses Prachtexemplar von einem Vogel an. Aber schnell jetzt, im Ernst. Mein ganzes Geplapper hier verscheucht ihn schon. Ah, verflixt. Das klappt irgendwie nicht. Der Typ interessiert sich nicht für Vögel. So. Nee, können wir es hinheben. Tödlichen Bereich. Oh. Ich will gleich mal froh, wir werden drin. Das Ohr ist kaputt. Wir können direkt hier durch. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Los, oh, sehr freundlich. Hey. Oh. Ladebildschirm an einen der spannendsten Stellen überhaupt. Was soll das? Was soll das?